Willkommen bei den Radiopiraten. Wir ändern die Sendefrequenz. Heute mit einem Blaupunkt Heidelberg SQR 47. Zwischen Passau Nord und Passau Mitte. Radiobetrieb ist ganz normal, daran hat sich nichts verändert. Um Linz, hier zwischen Passau Süd und Pott. Der auch noch durch die Nacht. Natürlich haben wir auch den manuellen Sender so gelaufen. Bei dem Radio kann die Displayfarbe geändert werden, von Rot auf Grün, je nachdem, was das Fahrzeug für eine Armaturenbeleuchtung hat. Das Radio hat eine USB-Schnittstelle. Umgeschalten in den USB-Betrieb wird über die Taste MET, also MET für Metall. Ich komme auch über diese Taste jederzeit zurück zum Radio. Möchte ich nun ein Lied zurück, drücke ich die Taste für das Vorspulen der Kassette, also das ehemalige Vorspulen der Kassette, sprich nach vorne. Möchte ich ein Lied zurück, drücke ich die Taste natürlich einfach zurück. Mit der Taste Eject lässt sich die Musik anhalten und auch wieder starten. Das Radio hat ebenfalls eine USB-Schnittstelle. Diese ist untergebracht im ehemaligen Kassettenlaufwerk. USB-Betrieb ist es jetzt auch wieder so. Möchte ich ein Lied nach vorne oder eben zurück. Zurück in den Radiobetrieb komme ich natürlich jederzeit über die Taste MET. Zusätzlich kann ein MP3-Player angeschlossen werden. Die Buchse für den AUX-Anschluss befindet sich auch im Kassettenschacht. Umgeschalten zwischen den Funktionen AUX, USB und Bluetooth wird über die Taste Programm. Jetzt werden wir wieder im Bluetooth-Betrieb.
Box. Natürlich komme ich auch wieder zurück zum Radio, klar. USB. Natürlich hat das Radio auch eine Freisprechfunktion. Dazu gibt es wieder das kleine externe Mikrofon. Anrufe werden auch über die Eject-Taste angenommen. Und natürlich auch wieder beendet. Natürlich würde der ganze Umbau theoretisch auch mit funktionierendem Kassettenlaufwerk machbar sein. In dem Fall hier war das Kassettenlaufwerk einfach defekt und man hat keinen Wert mehr drauf gelegt. Vielen Dank fürs Zuschauen.